Dezona Mikrofon mit der Auftragsreihe vom Großmaul. Den findet ihr bei Pizza Pit bzw. hier im Pizza-Restaurant. Und dann geht ihr einmal auf das Ausrufezeichen, startet seine Aufträge und der erste lautet: Durchsuche Truhen bei der Eisernen Farm. Einmal könnt ihr hier drin eine Truhe finden und die andere Truhe, die meistens hier spawnt, ist unter der Treppe. Ansonsten guckt einfach mal oben am Dachboden, ob da noch eine dritte ist und lasst euch dabei nicht killen. Der nächste Auftrag lautet: Durchsuche eine Eismaschine und das macht ihr am besten bei Misty Meadows, weil hier ist immer hundertprozentig eine Eistruhe drin. Ihr könnt natürlich auch woanders hingehen, je nachdem, wo ihr Eismaschinen immer findet. Dann sollt ihr nach Dirty Dogs, denn dort sollt ihr zwei Munitionskisten öffnen, einfach hier ein bisschen rumlaufen und auch diese großen Munitionskisten zählen. Ansonsten natürlich hier ganz gewöhnliche Munitionskisten, wie ihr sie auch kennt. Öffnet zwei Stück, lasst euch nicht killen und schon geht's weiter mit dem Auftrag Nummer 3. Der lautet einfach: Kaufe einen Gegenstand bei einem Heilautomat. Wenn ihr hier direkt zwei Munitionskisten gefunden habt, könnt ihr auch direkt hier in Dirty Dogs einen Heilautomaten finden. Der ist auf der Karte gekennzeichnet mit so einem Automatensymbol bzw. mit einem Plus. Bei mir haben die Minis nicht funktioniert. Sollte das bei euch auch der Fall sein, kauft dann einfach die Verbände, die haben gezählt. Der letzte und legendäre Auftrag vom Großmaul lautet: Durchsuche eine Vorratslieferung. Das könnt ihr entweder im normalen Match machen, wartet einfach bis eine droppt und öffnet diese dann, oder ihr geht einfach in Gruppenkeile, denn dort habt ihr öfter die Chance, eine zu öffnen, je nachdem, wie ihr besser klarkommt. Das waren alle Aufträge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, droppt mir ein Abo. Wir sehen uns, haut rein.